Der Landespolizeipräsident und der Generaldirektor werden nun ein Update zur aktuellen Lage geben. Herr Innenminister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen vorab. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir denken an die 3 Toten und 15 verletzten Personen, davon ein schwer verletzter Einsatzbeamter im Dienst. Wir haben gestern Abend einen Anschlag erlebt von mindestens einem islamistischen Terroristen. Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Österreich ist seit mehr als 75 Jahren eine starke Demokratie, eine gewachsene Demokratie, ein Land, dessen Identität geprägt ist von Werten und Grundrechten, wie freie Meinungsäußerung, Rechtsstaatlichkeit, aber auch Toleranz im gesellschaftlichen Zusammenleben. Der gestrige Anschlag ist ein Angriff auf genau diese Werte und ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen oder gar auseinanderzubringen. Das lassen wir uns auf keinen Fall und in keiner Weise, von wem auch immer, gefallen. Es wird dementsprechend Konsequenzen geben. Der ausgeforschte Täter war mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Attrappe herausgestellt hat, und mit einem Sturmgewehr schwer bewaffnet. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS. Derzeit finden intensive Ermittlungen und Maßnahmen, die ich aufgrund ermittlungstaktischer Details nicht beschreiben kann, im Umfeld des Täters statt. Für die Menschen in Wien gilt weiter: Erstens, wenn möglich, bleiben Sie daheim, wenn Sie nicht aus beruflichen oder sonstigen Gründen das Haus verlassen müssen. Meiden Sie bitte nach wie vor die Innenstadt. Die Polizei leistet hier nach wie vor auch akribische Tatortarbeit. Drittens, es herrscht heute keine Schulpflicht. Das heißt, wer in der Lage ist, sein Kind zu Hause zu betreuen und es auch zu Hause lassen will, ist von Seiten des Unterrichtsministeriums entschuldigt. Bundeskanzler und Landeshauptmann von Wien haben das auch bezüglich der Pflichtschulen entsprechend geregelt. Wir haben derzeit eine verstärkte Überwachung des öffentlichen Raums, vor allem da der kritischen Infrastruktur und öffentlicher Räume im Besonderen, gesichert. Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich festhalten, dass es für mich eine große Ehre ist, als Innenminister dem Ministerium vorzustehen, in dem die Polizistinnen und Polizisten gerade gestern einen herausragenden Einsatz geleistet haben. Seitdem die ersten Meldungen des Terroranschlags über die Medien gelaufen sind, melden sich ständig Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz, die eigentlich in Urlaub oder in Freizeit gewesen wären. Daher auch da ein großes Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, ein Danke an das Zusammenwirken über die Bundesländer hinaus, ein großes Danke von meiner Seite auch als Innenminister von einer unglaublichen Solidarität unserer Nachbarländer in der Kooperation mit Spezialeinheiten, aber auch mit der Zurverfügungstellung von Kolleginnen und Kollegen, wenn es sein muss. Danke auch an die Verteidigungsministerin Tanner, die in ganz kurzer Zeit sichergestellt hat, dass wir zusätzlich 75 Soldatinnen des Bundesheeres und Soldaten der Spezialeinsatzkräfte für den Objektschutz nutzen können, damit unsere Polizistinnen und Polizisten freigespielt sind, damit sie die Fahndung verstärken. Eines noch zum Abschluss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Terror und Gewalt haben definitiv in unserer Gesellschaft eine Chance bzw. einen Platz. Wir lassen uns durch solche Anschläge unsere Grund- und Freiheitsrechte in keinster Weise nehmen und werden durch ein Zusammenstehen und durch
einen Schulterschluss mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes rasch für die Aufklärung dieses Terroranschlags sorgen. Danke. Vielen Dank, Herr Innenminister. Herr Generaldirektor, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wie bei der letzten Pressekonferenz angesprochen, wurde sowohl im Innenministerium wie auch in der Landespolizeidirektion Wien ein Führungs- und Einsatzstab gegründet. Die konsequenten und gezielten polizeilichen Maßnahmen sind, wie angekündigt, in den letzten Stunden weitergelaufen. Es sind etwa 1000 Exekutivkräfte in Wien im Einsatz, davon Spezialeinsatzkräfte der Cobra, der Vega, aber spezielle Ermittlungsteams des Bundes- und Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und auch der Kriminalpolizei. Wir haben intensiv an der Gefahrenabwehr gearbeitet. Wir haben an der Identitätsfeststellung des Täters die entsprechenden Maßnahmen gesetzt und diese Identitätsfeststellung wurden erfolgreich, wie der Herr Minister es ausgesprochen hat, festgestellt und identifiziert. Darüber hinaus laufen aktuell intensive Ermittlungen im Umfeld des bekannten Täters. Es laufen gezielte polizeiliche Maßnahmen bzw. sind solche Maßnahmen in Vorbereitung. Die Wohnung des bekannten Täters wurde gewaltsam mit Sprengstoff geöffnet und eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Wie angekündigt, wurden mehr als 20.000 Videos an der angebotenen Update-Plattform uns übermittelt. Vielen Dank den Menschen in Österreich, die uns dieses Beweismaterial zur Verfügung gestellt haben. In dieser kurzen Zeit konnten wir bereits 20% dieses Materials von einem 35-köpfigen Ermittlerteam aus dem Bereich der Kriminalpolizei sichten und auswerten. Wir brauchen in dieser Phase auch eine verstärkte Antiterror-Komponente. Unsere Spezialkräfte sind seit Stunden im Einsatz. Aus diesem Grund haben uns unsere Partner, Sie kennen die Atlas-Gruppe, in der wir gut international eingebettet sind, Kräfte aus Deutschland, aus den verschiedenen Bundesländern, von der Bundespolizei, GSG 9 und auch aus Ungarn angeboten. Wenn der Bedarf besteht, werden wir diese Kräfte bei uns anfordern. Zudem haben wir Einsatzkräfte aus den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland gezielt zugeführt. In den späten Nachmittagsstunden bzw. frühen Abendstunden werden weitere Kräfte zum Ersatz der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten in Wien zugeführt werden. Ich darf nun das Wort an den Polizeipräsidenten weitergeben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, dieser Einsatz hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir in der Stadt einen Streifendienst haben, einen geordneten Streifendienst, wo Bezirkskräfte, aber auch Spezialeinheiten wie die Vega ganz normalen Streifendienst fahren, gemeinsam fahren, sodass es möglich war, dass nach Eingehen der ersten Meldung am Notruf um 20 Uhr, bereits um 20.09 Uhr, der Täter durch Vega-Kräfte neutralisiert werden konnte. Wir konnten die Organisation, die zur Bewältigung eines solchen Einsatzes notwendig ist, in kürzester Zeit aufbauen, konnten die sonst so übliche und bei vergleichbaren Anlässen in anderen Ländern lange Chaosphase minimieren und sehr, sehr rasch eine Struktur in den polizeilichen Aufbau bringen. Ebenso konnten die Sperrkreise entsprechend rasch organisiert werden und es konnten alle öffentlichen Bereiche entsprechend koordiniert worden, insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien, mit den Verkehrsbetrieben, die Durchfahrten der U-Bahnen durch die U-Bahn-Stationen organisiert werden und das Abströmen der Bevölkerung aus dem ersten Bezirk. Daneben haben wir professionelle Aufklärungsarbeit unmittelbar angesetzt. Der Herr Generaldirektor hat bereits einen Einblick gegeben, Aufklärungsarbeit, die hoffen lässt. Und wir konzentrieren uns jetzt neben dieser
Aufklärungsarbeit natürlich am morgigen Tag und in den nächsten Tagen den Fahndungsdruck und den Präsenzdruck durch Kräfte des öffentlichen Sicherheitsdienstes in der Stadt so deutlich zu erhöhen, dass die Wienerinnen und Wiener das Sicherheitsgefühl zurückerlangen, das sie in unserer Stadt gewohnt sind. Ansonsten werden wir natürlich neben diesen schweren Aufgaben selbstverständlich die polizeiliche Arbeit, die auch sonst anfällt, das heißt den normalen Regeldienst, entsprechend sicherstellen, wie es die Wienerinnen und Wiener ebenso von der Wiener Polizei gewohnt sind. Und an dieser Stelle gilt natürlich mein besonderer Dank vor allem den Polizistinnen und Polizisten, aber auch allen Partnern, die mit uns in diesen schweren Stunden zusammengewirkt haben, insbesondere den entsprechenden Organisationseinheiten der Stadt Wien, den Verkehrsbetrieben, den ÖBB, dem österreichischen Bundesheer und selbstverständlich unseren befreundeten Sicherheitsorganisationen. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Ausführung. Ich darf Sie nun noch um Fragen bitten. Simone Strebel, bitte ORF. Moment kurz aufs Mikrofon, ja. Herr Innenminister, haben diese Videoaufzeichnungen schon gezeigt, um wie viele Täter es sich handeln könnte? Und uns wird da auch berichtet von Zuschauern, dass es eine Explosion in Simmering gegeben hat. Hat das auch mit diesem Vorfall zu tun? Also zu den kriminalistischen Details lasse ich dann gerne den Polizeipräsidenten antworten. Zum Thema, wir, so wie gehört, haben ja eine Unmenge an Daten von der Bevölkerung zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmals ein großes Danke dafür. 20% sind davon ausgewertet. Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt. Deshalb läuft gerade die Erhebung auch in dem Umfeld des Attentäters und auch jetzt in der gesamten Konzeption auch quer durch Wien, damit man dann Gewissheit hat, gab es nur einen Täter oder gab es doch mehrere? Moment, ganz kurz, warten Sie ganz kurz aufs Mikrofon, vielen Dank. Zumindest einen Täter, gestern hieß es noch zumindest zwei, wenn ich mich recht erinnern kann. Also könnte es auch sein, dass es nur einen Täter gegeben hat? Ja, so wie ich gesagt habe, also wir gehen derzeit jetzt davon aus, dass es mehrere Täter gegeben hat. Ein Täter konnte ausgeschalten werden. Die Ermittlungen laufen jetzt auf Hochtouren, ob es eben auch andere Täter noch gegeben hat. Nächste Frage, bitte. Ja. War die angesprochene Explosion in Simmering vielleicht das Aufsprengen der Wohnung des Attentäters? Und vielleicht gleich eine zweite konkrete Frage. Man sieht auf zumindest einem Video, dass jemand auf ihn geschossen hat und dann vermutlich erschossen wurde. Können Sie diese Situation ein bisschen skizzieren in der Seitenstättengasse, ich glaube in der Nähe der Synagoge? Die Tatortermittlungen sind gerade im Laufen. Ich suche um Verständnis, dass wir diesbezüglich keine näheren Informationen geben können. Ich kann Ihnen aber eine Information geben, dass 7 Exekutivkräfte von der Schusswaffe Gebrauch gemacht haben. Aus diesem Grund wurde auch ein entsprechendes Ermittlungsteam aus einem anderen Bundesland zugeführt, die diese Schusswaffengebräuche ermitteln. Nächste Frage bitte vorne. Herr Innenminister, haben Sie noch Details zu dem bekannten Täter, Stichwort Alter oder Herkunft? Sie haben angesprochen, dass es ein IS-Sympathisant war, derjenige einmal in Syrien oder dem Irak. Und dann hätte ich noch eine Frage zum Tathergang. Es hat ja mehrere Tatorte gegeben, wie da zeitlich und örtlich der genaue Ablauf war. Danke. Wir werden Ihnen im Anschluss dieser Pressekonferenz eine Skizze zur Verfügung stellen, wo Sie genau die Tathandlungen nachvollziehen können, wann sie gesetzt worden sind, also die Schusswechsel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben den Täter identifizieren können. Zu den Details, Herr Polizeipräsident, bitte. Ja, Sie können sich vorstellen, es ist in so einer Situation sehr schwierig, eine gesicherte Aussage darüber zu machen, ob es sich jetzt tatsächlich um einen Einzeltäter oder um mehrere Täter handelt.
denn das hängt ab von der Auswertung sämtlicher Zeugenaussagen. Da sind natürlich sehr, sehr viele Opfer darunter, die in den Spitälern sind, traumatisiert sind. Wir müssen die entsprechenden Videos auswerten. Wir müssen dann eine Analyse machen, ob überhaupt ein Einzeltäterverhalten aufgrund der verstreuten Auffindungsorte der Opfer möglich ist oder nicht möglich ist. Ich muss hier um Verständnis bitten, dass das natürlich einige Zeit in Anspruch nimmt und dass ich jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine gesicherte Information darüber geben kann. Nächste Frage bitte hier vorne. Kai Keim von der Bild-Zeitung. Können Sie denn sagen, ob was in der Wohnung des Täters gefunden wurde, ob da irgendwie dann IS-Fahnen gefunden worden sind? Und denn wie alt ist denn der Täter? Und kann man was zur Nationalität sagen? Und eine Verständnisfrage bei den drei Toten. Ist da der Attentäter schon mit eingerechnet? Die Frage ersuche ich um Verständnis, dass wir nähere Details zum Täter oder zu den Ermittlungen, die ihn betreffen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben können und auch nicht geben wollen, um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden. In die drei Toten, das sind die drei zivilen Opfer, der vierte Tote ist der Täter selbst. Nächste Frage. Genau. Es sind derzeit polizeiliche Maßnahmen in Vorbereitung bzw. laufen aktuell polizeiliche Maßnahmen. Wir suchen diesbezüglich um Verständnis. Also jetzt auch gleich dazu, damit es hier klar ist, dass es uns natürlich im größtmöglichen Ausmaß um Transparenz geht, aber die Transparenz gleichzeitig nicht die Maßnahmen jetzt gefährden darf. Sobald wir die Maßnahmen abgeschlossen haben, erfolgt die nächste Information an Sie. Nächste Frage bitte, ja. Könnten Sie vielleicht etwas zu der Identität der Opfer sagen und wie die irgendwie quasi, wo es, man kennt jetzt die Geschichte von diesem Mann, auf den geschossen worden ist, aber wo ist irgendwie quasi diese Frau zu Schaden gekommen? Und weil Sie sagen, es sind vier Tote, also den Täter mit eingerechnet, mich würde einfach interessieren, wer die Betroffenen sind. Ja, es tut mir leid, ich habe auch eigentlich kein Wort verstanden jetzt. Einfach dafür interessiert, ob Sie, jetzt versteht man es gut. Ich hätte mich einfach interessiert, ob Sie zu der Identität der Opfer etwas sagen können. Es sind offensichtlich neben dem Täter drei ums Leben gekommen. Alter und vielleicht hätte mich interessiert, und wo genau es zu diesem, wo genau die irgendwie quasi dem Täter über den Weg gelaufen sind. Also wir sprechen von zwei männlichen Opfern, wo wir noch nichts Genaueres sagen können. Und ich glaube jetzt von einem weiblichen Opfer, sie erhalten nachher dann eine Übersicht mit den entsprechenden Auffindungsorten der beim Anschlag verstorbenen Personen. Nächste Frage bitte. Ja. Herr Minister, Sie haben gesagt, das war islamistischer Terror. Was war das Ziel? War das auch ein antisemitischer, ein gegen die Synagoge, gegen die jüdische Gemeinde gerichteter Terror? Also die Hinweise, die bisher jetzt vorliegen, sind eindeutig, dass es sich um eine radikalisierte Person handelt, dass es sich um eine Person handelt, die dem IS sich besonders verbunden fühlt. Alles Weitere wird gerade jetzt noch ermittelt, deswegen bitte ich da noch um Nachsicht, auch dass wir dann mehr Details auch weitergeben können, wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind. Letzte Frage, Frau Striebel noch. Sie rufen ja die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Wenn aber jetzt doch jemand in die Wiener Innenstadt muss heute zur Arbeit, was raten Sie den Personen? Formuliert, wenn nicht unbedingt notwendig, dann bitte zu Hause bleiben. Wenn notwendig, wird schon wie bisher auch die Polizei alles Menschenmögliche tun, dass auch die Menschen ihrer Normalität nachgehen können, halt unter all diesen Einschränkungen, die eine Tatortarbeit erfordert. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wir informieren Sie sobald wie möglich wieder. Wir werden das über die APA bekannt geben. Vielen Dank. Darf,
Innenminister Karl Nehammer spricht davon, dass der Täter ein IS-Sympathisant ist. Es sind Hausdurchsuchungen gelaufen in seiner Wohnung. Die Wohnungstür wurde in der Nacht aufgesprengt und es laufen derzeit die Ermittlungen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Wiener Innenstadt zu meiden, wie der Innenminister jetzt aber gesagt hat, wenn wer unbedingt heute dorthin muss, dann wird das möglich sein, aber unter wahrscheinlich erschwerten Bedingungen. Es sind auch 75 Soldaten des Bundesheeres derzeit im Einsatz, um die Polizei zu entlasten. Was auch sehr wichtig ist, die Fahndung läuft ja derzeit. Es ist aber nicht sicher, ob es nur ein Täter war oder mehrere. Das heißt, die Situation bleibt gefährlich und mit diesen Informationen gebe ich wieder zurück ins Studio. Vielen Dank, Simone Striebel, live aus dem Innenministerium in der Wiener Innenstadt von der Pressekonferenz vom Innenminister, vom Generaldirektor im Innenministerium und auch vom Wiener Polizeipräsidenten. Vielen Dank für diese Informationen.